FDP wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten, steuerlich um Milliarden. Dagegen spricht doch nichts, oder? Ist doch ein guter Plan. Doch, ich halte es für absurd angesichts der Staatsfinanzen, angesichts der Tatsache, dass solide Staatsfinanzen wichtig sind für kommende Generationen, dass wir die Schuldenbremse einhalten müssen und dass, wenn wir Mehreinnahmen hätten aufgrund der guten Konjunktur, in meinen Augen in das Zukunftsfeld Bildung investiert werden müsste. Im Übrigen haben von Steuererleichterungen die niedrigst und niedrigen Einkommensbezieher gar nichts, weil sie entweder gar keine Steuern zahlen oder nur sehr wenig, aber unter den Sozialversicherungsabgaben zu leiden haben. Also ist das eher die Schraube, an der man drehen müsste, Sozialversicherungsabgaben? Ich glaube, dass die SPD gut beraten ist, sich mit der Kaufkraft der niedrig belohnten oder niedrig ausgestatteten Einkommen zu beschäftigen. Und da spielt die Sozialversicherungsabgabenlast eine sehr viel größere als die Steuerlast. Das ist eine reine Klientelpolitik und eine erkennbare Infusion, um die FDP noch am Leben zu erhalten. Welche Dimension haben die Pläne im Zusammenhang mit der Schuldenbremse und mit dem Grundgesetz? Ist das überhaupt machbar? Wäre das machbar, die Steuersenkungspläne? Ich halte das für riskant angesichts der enormen Risiken, die es gibt. Keiner weiß, was uns die Europakrise oder die Krise der Währungsunion noch kosten wird. Und ich bin dafür, dass wir uns für Europa einsetzen. Keiner weiß, welche zusätzlichen Mittel für die Bundeswehrreform aufgewandt werden müssen, welche anderen Risiken es gibt. Ich denke, man kann es politisch nicht verantworten, dass man dauerhafte Einnahmesenkungen dann vornimmt, die aber dann über Jahre hinweg uns gegebenenfalls auch das Erreichen der Schuldenbremse eher beschweren als erleichtern. Ist der Vorschlag von Paul Kirchhoff, die Flat Tax, ein ernstzunehmender Diskussionsbeitrag? Gegen ein einfaches Steuersystem ist doch grundsätzlich erstmal nichts einzuwenden. Er ist ein akademischer Vorschlag. Und alle sind natürlich zunächst mal theoretisch fasziniert von einem einfachen Steuersystem. Und da liegt vielleicht auch der Hase im Pfeffer. Aber ich bin völlig anderer Auffassung als Herr Kirchhoff. Ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit im Steuerrecht eine Rolle spielen muss. Das heißt, dass höhere Einkommen auch mehr zum öffentlichen Wohl oder zur Finanzierung des öffentlichen Wohles beitragen müssen als niedrige Einkommen. Und ich glaube, dass in manchen Teilen das Steuersystem auch einen Lenkungseffekt haben soll, nämlich um soziale Ungleichheiten auszugleichen. Und das ist nicht die Logik, die Herr Kirchhoff verfolgt. Wolfgang Schäuble will solide wirtschaften und stemmt sich in der Koalition gegen die Steuersenkungspläne. Lässt die Kanzlerin ihren Finanzminister im Regen stehen? Mein Eindruck ist in der Tat, dass Herr Schäuble einer der letzten Mohikaner ist, der versucht, dort Kurs zu halten. Übrigens auch in der Europapolitik. Und mich interessiert sehr, wie lange das Band hält und ob es eventuell sogar reißt im Verhältnis zwischen der Bundeskanzlerin und ihm. Aber das kann nur letztlich er selber beantworten. Hat die Bundesregierung in der Euro-Krise ihre Hausaufgaben gemacht? Nein, sie hat ein, wie ich finde, sehr schlechtes Krisenmanagement hingelegt und über die Art ihres Vorgehens und vor allen Dingen die unzähligen Volten, die die Kanzlerin gedreht hat, die Situation verschärft und wahrscheinlich auch teurer gemacht. Erinnern wir uns daran, wie die Bundeskanzlerin noch vor 12, 13 Monaten gesagt hat, die Griechen kriegen keinen Cent, wie sie in Abrede gestellt hat, dass es eine Abschirmung geben wird, die auch in Anspruch genommen wird, wie sie gesagt hat, das sei alles zeitlich terminiert, wie sie einen substanziellen, quantifizierbaren Beitrag der privaten Gläubiger angekündigt hat. All dies ist nicht eingetreten. Sie hat, um es deutlich zu sagen, über ihre irrlichternde Fahrt die Märkte verwirrt, aber insbesondere auch unsere europäischen Partner, was fast noch das Schlimmere ist.